Ein bisschen leichten Content heute. Ich laber heute aus dem Nähkästchen, Leute. Ihr könnt mich alles fragen. Heute könnt ihr mich alles fragen. Es muss natürlich irgendwas Lustiges oder Peinliches sein oder so, oder? Deine Meinung zu Lana Rhodes, Finanzexpertin. Kenne ich tatsächlich nicht. Ich setze es mir aber auf die Liste und schaue es mir an. Versprochen. Okay, alles klar. Ich habe ihre Profession herausgefunden. Sehr lustig, Leute, sehr lustig. Hat mit Finanzen wenig zu tun, ja. Ich habe mich getrollt. Danke fürs Trollen. Lana Rhodes hier mit dem Intelligent Investor. Da geht es aber nicht um Aktien. Gibst du, dass du den Werdegang genau kennst? Ja, ist eine von den Frauen, die uns wirklich nie im Stich gelassen hat. Das muss man sagen. Also wir haben hier viel zu verdanken. Heute werde ich euch mal erzählen, warum die 70-30-Methode beim ETF-Investieren für die meisten Anleger nicht geeignet ist. Da ist er ganz stolz. Ja, da hat er mich doch gechallenged. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass viele Anleger kein konsequentes, richtiges Rebalancing machen. Dass sie dann vielleicht sagen, ja, ich erhöhe vielleicht mal so ein bisschen den Sparplan, aber ob das dann wirklich noch 70-30 ergibt, ich weiß ja so nicht. Also ich denke schon, dass Leute, die sich mit ihren Finanzen beschäftigen, sich mit dieser Rebalancing-Thematik auseinandersetzen. Aber klar, man muss es natürlich tun. Ich würde es aber auch nur bei einer Abweichung von mindestens 5% machen. Also ich würde jetzt nicht bei 1% oder 2 Prozentpunkten das machen. Yeah. Tesla-Aktie auf über 1000. Ja, da freuen sich die Tesla-Aktionäre. Was haltet ihr von der neuen Elon Musk University? War ein hervorragender Troll. Texas Institute of Technology and Sciences. Hey, hey, and then you're late. How we doing? We're back, yeah! Ich beobachte das sehr aufmerksam, ja. Passioniert schaue ich mir das an, genau. Gieriger Lappen. Und das ist eigentlich schon mal ganz interessant. Also der nominale Zins ist, ich nenne das immer so den Schwarz-auf-Weiß-Zins. Das ist also das, was ihr quasi schwarz-auf-weiß auf dem Papier sehen könnt. Wie ist es denn mit Futter? Futter ist geil. Tisch, irgendwas Sachwert. Das ist super geil. Genau, also Finger weg von solchen Meme-Coins, ja. Ihr wisst nicht, wie die konstruiert sind und so weiter. Man kann natürlich damit das schnelle Geld machen. Man kann sich damit aber auch ganz schön auf den Bauch legen. Ist für mich wirklich nichts, wo ich sagen würde, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Sinnhaftigkeit hat. Und Dogecoin, ja, okay, meinetwegen. Gut, aber ich muss ja irgendwie fürs Alter vorsorgen. Na, dann machen Sie es doch wie Frau Lichtenberg hier. Die stockt ihre mickrige Rente zeitgemäß auf. Okay, und was ist Ihr Geheimnis? Dogecoins. Ihr wisst Bescheid. Und ich kann jetzt hier entweder direkt den Trade eröffnen oder aber ich kann jetzt hier eben auch anfangen mit Stop-Loss. Ich kann jetzt hier also einen Stop-Loss zum Beispiel eingeben. Ja, bei 0,01 wäre halt ein ziemlich Wirecard-mäßiger Stop-Loss. Ich würde sagen, den ziehen wir ein bisschen höher. Ich meine jetzt nicht das Rumgemüllere. Vollkommen unterbewertet. Habt ihr nachgekauft? Habt ihr massiv 16x9, Markus Fugmann sagt, bald kommt die große Krise aller Zeiten. Ja, ich meine, ich mag den Fugi ja sehr, aber das sagt er, glaube ich, schon seit 3 Jahren. Und irgendwann wird er recht haben, ne? Das ist ein Bär und der hat bei mir den Spitznamen Fugi. Und das Schöne ist, weil du so ein Orakel bist, habe ich das Ding sogar noch gesteigert. Und zwar, Sekunde, wo ist das? Hier. Du kannst sogar die Glaskugel von dem Bären einschalten, ja? Was sagt Fugi? Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Ihr seht das, ja? So langsam wachsen meine Haare. Und jetzt ist meine Überlegung, weil ich wirklich überzeugt bin, dass wir in diesem Cycle noch Bitcoin auf $100,000 sehen, Minimum. Soll ich mir die Haare stehen lassen, bis Bitcoin auf 100.000 steht? Also nicht mehr schneiden, bis Bitcoin auf 100.000 steht. Was machst du, wenn es bei 95.000 dreht und du 4 Jahre warten musst? Dann werde ich mir 4 Jahre lang die Haare wachsen lassen. Sehe später aus wie ein Hippie hier. Ich merke gerade, vielleicht war das keine gute Wette. Das gehört eben dazu. Das ist genau das Gleiche, wenn ich
sage Novavax, ja, bekomme ich dann immer Fragen zu, wenn sie steigen und wenn sie fallen, soll ich nachkaufen? Kann doch keiner sagen. Wenn es klappt, wenn es nicht klappt, das ist auch ein Zeug. Nee, nochmal. So. Da fällt Bitcoin mal ein, zwei Tage und für den einen oder anderen scheint eine ganze Welt unterzugehen. Und wenn ihr euch fragt, wozu dieses Trikot eines Zweitligisten, dann bleibt mir abschließend nur noch festzustellen. Was stürzt schneller, Bitcoin oder der HSV? Ich finde das so geil. Also es gibt ja so ein paar Kommentare, die mich immer aufregen. Markus ist wieder short. Du hast mein Portfolio nicht gesehen. Du hast keine Ahnung, was da drin passiert. Dann rotzt du so einen Scheiß raus. Also sorry, also, aber das ist jetzt einfach echt schwachsinnig. Und das sind genau die Posts, die ich hasse. Ja. Ich habe hinter meinem Set immer schon die Boxhandschuhe bereit. Ja. Falls du dich mal aufregst, kannst du direkt bei dir im Studio boxen. Das hätte doch was. Vor allen Dingen kann ich mir dann auch manchmal selber eine reinhauen, weil ich es verdient habe, ne? Das wäre auch gut, das wäre auch gut. Immer short. Oh je. Yeah. Heute laberst du aber um den heißen Brei herum. Seht ihr, ich hätte vorher ausmachen sollen, bevor die erste Pappnase sich meldet.